Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks. Voraussichtlich nächste Woche steht uns der Patch 1.14 ins Haus, also in der Woche vom 9. bis zum 15. August. Und in diesem Zuge werden die tschechoslowakischen schweren Panzer ins Spiel eingeführt. Los geht's ab Tier 7 mit dem VZ-44-1, dem Tier 8er, den TNH 105.000, den 9er, den TNH TVZ-51 und dem 10er, den VZ-55. Das Ganze zweigt bei diesem Medium-Panzer hier ab, dem Skoda T25. Und dementsprechend bin ich in den letzten Streams dieses Fahrzeug ein bisschen gefahren, um schon mal die XP für den VZ-44-1 zu sammeln, was ungefähr wohl 56.000 XP sein sollen, die man braucht, um den Tier 7 Heavy freizuschalten. Zusätzlich bin ich das auch ganz gerne gefahren, weil ich natürlich sagen muss, dass der Skoda T25 meiner Meinung nach mit zu den stärksten Mediums auf dieser Tierstufe gehört. Ich habe dazu ja auch in meinen Tierstufen-Empfehlungsvideos auf Tier 6 damals auch den Skoda mit reingenommen. Und ja, nun bin ich wieder mal eine gute Runde gefahren und dementsprechend bringe ich hier die, ja, das Gefecht einfach nochmal, um es euch zu zeigen, und bringe den Panzer nochmal, um euch auch nochmal dieses Fahrzeug ans Herz zu legen. Also der Grind, zumindest um den Tier 7 schweren Panzer der Tschechoslowaken freizuschalten, der ist sehr angenehm, weil, wie gesagt, der Skoda T25 ist ein sehr angenehmes Fahrzeug. Es ist ein Autoloader mit einem Dreischussmagazin. Der Einzelschuss Alpha ist mit 110 nicht allzu hoch. Clip Damage dementsprechend 330. Er hat aber diesen unheimlichen Vorteil, dass er den Clip innerhalb von Stock 8 Sekunden nachladen kann. Und dementsprechend, das werden wir hier in diesem Gefecht auch gleich noch sehen, spielt sich das Ding fast wie ein Einzelschusspanzer, mit dem Bonus, da auch noch einen Clip mit drinne zu haben. Zumal der Intra-Clip-Reload mit 1,33 Sekunden auch extrem stark ist. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen bei der Einzielzeit. Die ist natürlich deutlich schlechter, wobei 2,1 Sekunden immer noch ganz gut ist. Aber Dauerfeuer mit dem Clip heißt am Ende, dass euer Fadenkreuz immer weiter aufgeht. Was sind die Schwierigkeiten bei dem Panzer? Nun, die Standard-Durchschlagsleistung mit 132 ist nicht unbedingt die Welt. 185 auf der Premium, mit der HE mit 38 Pennen fängt man nicht viel an. Man muss also schon gut zielen und mit 0,38 Genauigkeit ist das auf größere Distanz etwas schwierig. Der Panzer erfordert also hier und da doch mal den etwas vermehrten Einsatz der Premium-Munition. Außerdem habe ich hier eh ein relativ hohes Verhältnis von APCR dabei, weil ich immer noch so ein bisschen den Plan habe, das Teil auf die dritte Gunmark irgendwann zu bringen. Und dementsprechend gibt es einfach Situationen, wo man doch das öfteren mal eine APCR braucht. Tja, was wird im Zuge mit den tschechoslowakischen schweren Panzern auch noch passieren? Nun, der Premium auf Tier 8, der Skoda T56 wird dann also auch im Zuge von 1.14 höchstwahrscheinlich kommen. Wissen tue ich es nicht, aber ich gehe davon aus, dass, wenn ein neuer Tech Tree kommt, entsprechend auch gleich ein neuer Tier 8 Panzer, ein Premium Panzer mit diesem Tech Tree eingeführt wird. Klar, Wargaming will natürlich Geld verdienen, möchte Geld verdienen, und entsprechend gehört auch ein Premium 8er mit dazu. Natürlich haben wir den Tier 7 Premium schon, das ist der Skoda, ich glaube T45, auch eine Heavy, den man sich ja über Bonds auch im Zuge der Ranked Battles erspielen konnte. Waren es die Ranked Battles? Ich glaube, es waren die Ranked Battles. Wo man aber sagen muss, ja, der ist nicht wirklich die Welt. Ich werde euch das Video zu den Tier 6 Empfehlungen, aber auch das Video zu dem Tier 7 Premium schwerem Panzer der Tschechen hier in die Infokarte mit reinpacken. Da könnt ihr euch auch schon mal informieren, beziehungsweise nochmal informieren, wenn ihr die Videos nicht gesehen habt. Insgesamt interessiert mich natürlich auch,
was ihr zum Skoda T25 sagt. Wie gesagt, ich habe ihn ja erst letztens in dem Video gebracht, aber meiner Meinung nach ist das wirklich ein Fahrzeug, was man eigentlich immer fahren kann. Also wenn es mal scheiße läuft, steigt man in den Skoda ein. Wirklich ein Fahrzeug, was sehr viel Spaß macht. Und jetzt Achtung, ich erwähne hier nochmal den Clip-Reload von 8 Sekunden. Der Cromwell hier mit 800 Hitpoints rollt hier eben auf mich drauf. Wir haben natürlich auch Glück, dass er durchaus ein bisschen bounced. Und wir ihm jetzt hier quasi so ein bisschen mit unserer guten Mobilität auch ausspielen können. Und dementsprechend hier wir auch noch Support von unserem Team kriegen. Die Arti nimmt ihn hier am Ende raus. Ja, 60er Topspeed, 20 rückwärts, ein recht gutes Leistungsgewicht von 22,69 PS pro Tonne. Damit kommt der T25 vielleicht nicht unbedingt an einen Cromwell B ran, der dann nochmal, oder an den Cromwell, der nochmal ein bisschen besseren Topspeed und auch ein bisschen besseres Leistungsgewicht hat, aber 22,69 PS pro Tonne ist ein verdammt gutes Leistungsgewicht und auch der Topspeed von 60 ist sehr gut. Also er kann sehr schnell seine Position verlagern, der Skoda hier, und macht dementsprechend auch recht viel Spaß. Natürlich die Sichtweite, auch wenn ich sie hier ausgemaxt habe, habe ich Bond-Equipment drin, das glaube ich nicht, aber verbessertes Equipment, beziehungsweise auch noch eine recht gute Crew. Und hier auch die Premium-Verbrauchsgüter tragen natürlich dazu bei, dass ich hier auch die Sichtweite maximiert habe. Das ist natürlich auch nochmal ein Vorteil. Und 10 Grad Gun Depression, die ihr fast rundherum habt. Im Heck ist es ein bisschen weniger. Da sind es, glaube ich, nur 8 Grad. Aber die Gun Depression ist auch sehr angenehm. Und damit bietet er dann auch eine entsprechend kleinere Silhouette, wenn er an Hügelketten kämpft. Denn insgesamt ist das Fahrzeug schon sehr boxig aufgebaut, sehr hoch vor allen Dingen. Die Panzerung ist auch entsprechend schlecht. Dementsprechend ja auch der Tarnwert nicht unbedingt der beste. Einfach zu treffen, einfach zu durchschlagen. Man sollte also vermeiden, im Skoda T25 sich treffen zu lassen. Ja, lasst mich wie gesagt gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von diesem Fahrzeug haltet. Wenn ihr den Skoda noch nicht gefahren seid, kann ich ihn euch, wie gesagt, nur ans Herz legen. Es muss nicht immer Tier 9 oder Tier 10 sein. Es gibt, wie gesagt, auf den unteren Tierstufen, und Tier 6 ist ja noch nicht mal eine untere Tierstufe, das ist ja schon in der oberen Hälfte, gibt es solche kleinen Perlen hier wie den Skoda, die durchaus Spaß machen. Ich denke da zum Beispiel auch an Tier 7, den T25 AT, den wir hier auch als Gegner haben, wenn ihr gerade auf Jagdpanzer steht, ist der durchaus auch eine Empfehlung wert. Der macht sehr viel Spaß, hat einen guten Alpha. Aber dann schaut auch einfach weiter in meine Empfehlungsvideos für die entsprechende Tierstufe rein. Dort findet ihr immer Empfehlungen. Relativ kleine, also wenige Fahrzeuge, dafür aber wirklich Fahrzeuge, mit denen man durchaus Spaß haben kann. So, der T25 AT geht raus. Wir sind jetzt bei 3 Kills, 2387 Schadenspunkte und auch der Spotting von fast 1600 ist hier sehr, sehr gut. Und wir gucken mal, ob wir die Artillerie finden. Ich habe hier noch APCR drin. Hier wäre es natürlich jetzt schlauer gewesen, wieder umzuladen. Wie gesagt, mit dem relativ kurzen Clip-Damage ist das überhaupt kein Problem. Kann man sich entsprechend der Situation hier auch anpassen, was man gleich für Gegner vor sich hat und entsprechend die passende Munitionsart wählen. Hier die Auswertung. Wir bekommen mit dieser Runde das Panzerass, die Levaslajo-Medaille des Großkaliber, machen insgesamt 2662 Schadenspunkte, 4 Kills, 1458 Basiserfahrungspunkte mit den knapp 1600 Spotting. Auf jeden Fall, ja, ganz gutes Ergebnis. Den letzten Clip hätte man mit AP schießen können, da wären die Creditkosten nicht ganz so hoch gewesen. Trotzdem hier mit dem Bonus, den es noch gab, 43.500 Credits und Vierfach-Tagessieg, 8.748 Erfahrungspunkte. Wie gesagt, ihr braucht ungefähr schätzungsweise 56.000 Credits auf dem Skoda T25, um dann direkt den Tier 7 schweren Panzer freizuschalten, wenn 1.14 rauskommt. Lasst mich mal gerne wissen, ob ihr den Grind macht, ob ihr vorhabt, euch die schweren Panzer der Tschechen anzuschauen und vor allen Dingen auch, ob ihr vorhabt, sie mit der Einzelschusskanone zu spielen oder mit der Doppelschusskanone. Da gibt es ja so die verschiedenen Optionen, die man hat. Schreibt es mir gerne in die Kommentare.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ihm auch immer gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Game One Fan, Kulle, Irendal und Kedö. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer O'Hare.